Das Video entstand in Zusammenarbeit mit Foto Görlitz, dein Händler aus Ostwestfalen, für Leica-Kameras und Objektive. Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Heute erzähle ich dir etwas über das 21mm Summilux Blende 1.4 von Leica. Ich hatte das Objektiv 2 Wochen lang in Schweden dabei, allerdings nicht an der Leica M. Das Objektiv ist eigentlich für die Leica M gefertigt, sondern mit dem Original Leica Adapter an der Leica SL2. Und wie das so funktioniert hat und ob ich das Objektiv empfehlen kann, das erfährst du in diesem Erfahrungsbericht von mir. Bevor ich dir sage, was ich an diesem Objektiv mag und was ich nicht so mag, erstmal so ein paar ganz grundlegende technische Daten. Wie schon gesagt, wir haben ein 21mm Blende 1.4. Sehr, sehr krass, sehr, sehr speziell. Ich hatte vorher noch nie mit dieser Brennweite zu tun, in Kombination mit der Lichtstärke. Das ist schon wirklich verrückt. Ich kannte nur das Sigma, das 20mm 1.4 aus der Art-Serie. Ist natürlich nicht für Leica, aber ich hatte das damals an meiner Nikon. Aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Eine Stunde. Oder eine halbe. Ich habe noch in Erinnerung, das Sigma-Objektiv ist ungefähr doppelt so groß und mindestens doppelt so schwer. Also wirklich ein richtiger Brummer. Was will ich damit sagen? Das Summilux ist echt okay von der Größe und vom Gewicht. Wirklich okay. Es ist natürlich nicht das leichteste Leica-Objektiv, das ich jemals in der Hand hatte. Aber das ist wirklich okay. An der Leica SL2 sowieso. Da habe ich ja diesen riesigen Handgriff und die Kamera liegt einfach extrem gut in der Hand. Und dann noch in Kombination mit dem Summilux 21mm. Das ist wirklich klasse, das gefällt mir. Auch an der Leica M, dafür ist das Objektiv ja gemacht. Das liegt echt gut in der Hand. Das ist nicht sonderlich kopflastig. Natürlich gibt es leichtere Objektive, aber das ist total in Ordnung. Wenn ich das Objektiv vergleichen müsste mit einem anderen Objektiv, dann kommt eigentlich nur eins in Frage und das ist aus dem eigenen Haus, das 24mm Summilux. Von der Brennweite relativ ähnlich, die Lichtstärke ist gleich. Übrigens, Summilux steht bei Leica immer für Blende 1.4 oder in Ausnahmefällen auch für Blende 1.7, irgendwo dazwischen. So, und das 24mm ist minimal kleiner, ungefähr 1 cm kleiner und vom Gewicht ungefähr 80 Gramm leichter. Also ich würde einfach mal behaupten, Größe und Gewicht setzen jetzt nicht den Ausschlag, ob man sich das eine Objektiv oder das andere kauft. Das ist schon relativ ähnlich. Mir wäre es zumindest egal. Das Summilux 21mm kostet neu 6.900 Euro. Wenn euch das zu teuer ist, könnt ihr es gerne bei Foto Görlitz kaufen. Da ist es ungefähr 1.000 Euro günstiger. Das 24mm übrigens gibt es neu nicht mehr zu kaufen. Hat mich auch gewundert. Ich habe im Shop geguckt, weil ich mir den aktuellen Preis angucken wollte. Gibt es nicht mehr. Könnt ihr nur noch gebraucht kaufen, zum Beispiel bei Foto Görlitz. So, ein Punkt vielleicht noch, die Blendenlamellen. Das fragt ihr mich immer wieder. Ich habe dazu nichts auf der Leica Homepage gefunden, darum habe ich selber gezählt und das ist echt schwierig. Ich habe 11 Blendenlamellen gezählt, 11 Stück. Also Leica hat mit dem Bokeh einiges vor, das hat mich schon überrascht. 11 Blendenlamellen, Mann oh Mann, bei einem 21mm Objektiv. So, ich erzähle euch zuerst 2 Dinge, die ich an dem Objektiv nicht mag. Der erste Punkt ist ein etwas kleinerer Punkt, das ist die Sonnenblende. Die Sonnenblende schraubt ihr über ein Gewinde auf das Objektiv drauf. Das ist auch alles super und das fühlt sich sehr hochwertig an. Aber irgendwann ist das Gewinde zu Ende gedreht und die Sonnenblende rastet nicht ein. Und ihr könnt auch nicht mit ein bisschen Kraft oder mit ein bisschen Gewalt die Sonnenblende noch fester drehen. Das geht nicht, weil Gewinde zu Ende und es geht nicht weiter. Ist ja auch alles okay. Aber mir ist es passiert, dass die Kamera im Fotorucksack lag und dann wollte ich Fotos machen, hole die Kamera raus, mache Fotos und ein kleines bisschen war die Sonnenblende schief drauf.
Ein kleines bisschen. Habe ich nicht gemerkt, ich Volltrottel. Ja, ich weiß, ist meine Schuld. Kann die Kamera nichts zu. Ist mein Fehler. Aber es ist halt passiert. Das Problem ist jetzt, wenn die Sonnenblende schief drauf sitzt, dann seht ihr das im Bild. Und ich habe jetzt 10, 15, 20 Fotos, wunderschöne Landschaftsaufnahmen, die aber schön schwarze Ränder haben. Nicht so ganz glücklich. Ich weiß, ist mein Fehler. Aber es ist nun mal passiert und ich weiß auch, dass es Leica-Objektive gibt. Da kann man die Sonnenblende so ein bisschen einrasten. Und vielleicht hätte man das hier auch machen können. So, der zweite Punkt, den ich nicht so cool finde, das Summilux 21mm macht mir persönlich an der SL2 keinen Spaß. Aus folgendem Grund. Ich liebe weitwinklige Objektive und auch gerne mit Blende 1.4. Ich bin aber nicht der Fotograf, der ein Stativ verwendet, der das Objektiv auf Blende 8 stellt und dann irgendwo im Unendlichkeitsbereich eine weite Landschaft fotografiert. So, das ist nicht so mein Fall. Das mache ich sehr, sehr selten. Sondern ich nutze diese Objektive tatsächlich bei 1.4, um etwas freizustellen. Im besten Fall eine Person oder ein Pärchen. Das bedeutet, ich fotografiere bei Blende 1.4 und immer so irgendwo im Naheinstellbereich. Irgendwie so ein Meter, 1,50 Meter oder so. Und das ist bei der Leica SL2 mit diesem Objektiv kaum möglich. Das Problem ist nämlich, das Objektiv hat einen Abbildungsmaßstab, Leute passt auf, von 1 zu 29. Das ergibt sich aus der Naheinstellgrenze von 70 cm. Das geht halt nicht anders bei der Leica M, bei dem Messsucher. Und natürlich die 21 mm. Extremes Weitwinkel. So, und das beides in Kombination ergibt einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 29. Das bedeutet, auch wenn das Model, die Person, das Pärchen relativ nah vor meiner Kamera ist, sehe ich es trotzdem ziemlich weit weg. Und ich muss manuell den Fokus ziehen. Die Kamera, die SL2, hat Focus Peaking. Das heißt, über farbige Linien, zum Beispiel rote Linien, wird mir angezeigt, wo die Schärfe liegt. Das ist auch alles wunderbar. Aber bei einem Abbildungsmaßstab von 1 zu 29 kann ich das nicht sehen. Ich kann nicht sehen bei Blende 1.4, ob jetzt die Nase scharf ist, ob das Auge scharf ist, ob der Fokus leicht dahinter liegt. Ich kann das einfach nicht sehen. Vielleicht habt ihr super Augen und könnt das. Ich kann das nicht. Ich kann jetzt mit einem Knopfdruck ranzoomen. Dann sehe ich ein deutlich rangezoomtes Bild, auch im Sucher. Und dann kann ich wunderbar die Schärfe ziehen und kann perfekt zum Beispiel aufs Auge scharf stellen. Das dauert aber 7, 8, 9, 10 Sekunden, bis ich ein Foto gemacht habe, das ich perfekt scharf gestellt habe. Und das war beim Shooting mit meiner Frau, mit Tali, unfassbar nervig, weil sie wie eingefroren da manchmal stehen musste und warten musste, bis ich rangezoomt habe und die Schärfe gezogen habe und abgedrückt habe. Also ich kam mit dieser Kamera und dem Objektiv nie in einen Shooting-Flow. Das hat nicht funktioniert. Jedes Bild hat unglaublich lange gedauert. Jetzt muss ich dazu sagen, das Objektiv ist natürlich für die Leica M gebaut und bei der Leica M sieht das schon anders aus. Die Leica M kann nämlich diese 21 mm im Messsucher nicht abbilden. Du siehst weniger. Du siehst ungefähr 28 mm. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn du es besser weißt, schreib es in die Kommentare. Das heißt, du siehst immer weniger, als du tatsächlich fotografierst. Alles ist so ein bisschen rangezoomt. Und das macht schon viel mehr Spaß, weil du siehst die Sache oder die Person, auf die du scharf stellen möchtest, das siehst du einfach viel näher. Und mit dem Messsucher kannst du dann auch sehr genau scharf stellen. Und dann kommst du tatsächlich auch in diesen Shooting-Flow. Aber an der Leica M schimpfen dann natürlich wieder die Landschaftsfotografen, weil deine Kamera steht auf einem Stativ, du möchtest eine Landschaft fotografieren und du siehst im Messsucher weniger, als du tatsächlich fotografierst. Ihr wisst ja mittlerweile, ich sage auch negative Punkte. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sage ich es einfach. Dann haben wir alle was davon. So, jetzt aber die positiven Punkte. Der ganze Rest an diesem Objektiv ist einfach nur genial. Das 21er, das ist halt wieder Perfektion. Das ist halt einfach so. Der Fokusring, perfekt. Der hat kein Spiel, der ist nicht zu leicht, der ist nicht zu schwer. Die Blende, perfekt. Hier die Sonnenblende, ich habe es eben schon gezeigt, aus Metall. Das Preisschild 6.900 € ist zwar heftig, aber nur vom Angucken, vom Anfühlen und vom Anhören kriegt man auch richtig was geboten. Das hat halt einfach kein anderer Objektivhersteller. Es ist ein richtig, richtig tolles Objektiv. Unfassbar hochwertig. So, und ich möchte natürlich immer, dass ihr euch das auch mal so ein bisschen vorstellen könnt. Und darum zeige ich euch das jetzt nochmal und bin mal ruhig, damit ihr die Geräusche von dem Objektiv auch wirklich hören könnt. Das ist der Fokusring. Sehr metallisch. So, jetzt kommt die Blende. Und mein Lieblingsgeräusch, die Sonnenblende.
Hammer. Ich finde es richtig gut. Wahnsinn. Also ganz, ganz, ganz toll. Große Klasse. Eins mit Sternchen. Besser geht nicht. Und was an dem Objektiv natürlich auch überragend ist, ist die Abbildungsleistung, die Bildqualität. Ihr wisst, ich bin nicht so der Pixelzähler. Ich mache es in jedem Video natürlich so ein bisschen, damit ihr sehen könnt, wie scharf ist das alles und ja, und wie scharf ist es nicht eventuell. Aber meiner Meinung nach kauft man sich deswegen keine Leica. Der typische Leica-Fotograf, dem ist das Gefühl wichtig beim Fotografieren, das, was eine Leica ihm gibt, wie sich das alles anfühlt und anhört und die Philosophie dahinter, das ist das Entscheidende und nicht, ob es irgendwo noch ein Objektiv gibt, das 3% schärfer ist oder so. Das, ganz ehrlich, wen interessiert denn das? Es ist doch nur wichtig, ist das Objektiv scharf genug für das, was ich mir vorstelle oder nicht? Ne? Und es ist doch tausendmal wichtiger, wie ist der Bildlook? Der Bildlook ist doch tausendmal wichtiger, als wie scharf das Objektiv ist. Ich kann euch sagen, dieses Objektiv ist überragend. Es ist ein Profi-Objektiv und alles, was dieses Objektiv euch anbietet, das könnt ihr auch nutzen. Damit meine ich gerade die Blende 1.4. Ihr könnt wunderschöne Landschaftsaufnahmen machen mit ganz viel Schärfe und ganz vielen Details bei Blende 8 zum Beispiel. Und ihr könnt wunderbar freistellen bei Blende 1.4. Schau dir die Bilder einfach an. Du kannst dir die RAWs wie immer runterladen. Nicht wie immer, wie fast immer kannst du dir die RAWs runterladen und dann schaust du einfach mal selber, ist das Objektiv für dich persönlich scharf genug und ist der Look so, wie du es dir vorstellst. So, kurzes Fazit, was sage ich denn? Wenn du dieses Video schaust, weil du dich tatsächlich für dieses Objektiv interessierst, für ein 21mm Blende 1.4, dann wirst du höchstwahrscheinlich genau wissen, was du damit machen willst. Und ich kann dir getrost noch einmal eine volle Empfehlung aussprechen. Wenn du bereit bist, knapp 7.000 Euro oder gebraucht knapp 6.000 Euro für dieses Objektiv auszugeben, dann mach es. Volle Empfehlung, es ist ein Profi-Objektiv durch und durch und du kannst es bei 1.4 nutzen, du kannst es bei 8 nutzen, du kannst tolle Landschaftsbilder damit machen und du kannst auch super toll freistellen. Ganz ehrlich, wo kriegst du bitte so einen Bildlook? 21mm Blende 1.4, das ist fast konkurrenzlos. Also wenn du es haben willst, wenn du das Geld hast, dann kaufst dir. Klare Empfehlung. Jetzt aber eine Sache, über die man sich Gedanken machen sollte, über die ich mir Gedanken machen würde. Ich habe das Objektiv am Anfang so genutzt, wie ich es machen möchte. Im Naheinstell-Grenzenbereich bei Blende 1.4 und Menschen freistellen mit schönem Bouquet und so weiter. Habe ich ganz schnell sein lassen, weil es mich so frustriert hat an der SL2. Und danach, den Rest des Urlaubs, habe ich dieses Objektiv nur noch quasi auf Stativ verwendet bei Blende 8 für schöne Landschaftsbilder. Wir waren in Lappland, geile Landschaft. Tolle Flüsse, tolle Seen, tolle Berge. Perfektes Objektiv dafür. Aber ich habe es halt genutzt bei Blende 5.6, bei Blende 8, je nach Licht. Brauche ich da 1.4? In meinem Fall jetzt nicht. Das heißt, meine persönliche Entscheidung wäre wie folgt. Ich habe jetzt alle Summiluxe getestet im Weitwinkelbereich. Ich hatte das 21mm, das 24er und das 28er. Mein absolutes Lieblingsobjektiv von diesen dreien mit großem Abstand ist das 28er. Das 28er ist überragend. Ich hatte nie alle drei gleichzeitig, aber vom Gefühl ist es das Schärfste und vom Gefühl ist es das mit dem schönsten Bildlook, für mich persönlich. Und ich finde, der Abbildungsmaßstab bei 28mm ist perfekt. Ich würde mir auf jeden Fall das 28er kaufen, aber für Landschaften macht diese Brennweite ja absolut Sinn. Und da gibt es von Leica noch einen Super Elmar. Cooler Name. Das kenne ich persönlich nicht, habe es noch nie getestet, aber das wird auch super sein, denke ich mal. Das Super Elmar hat nur eine Blende von 3.4. Wenn du es eh nur bei Blende 8 verwendest, dann sparst du dir viel Geld. Ich glaube, das ist 3.000 oder 4.000 Euro günstiger. Dann hast du noch Geld übrig, um dir das 28er zu kaufen. Mein Traumobjektiv im Weitwinkelbereich. So, ihr Lieben, das war mein Erfahrungsbericht zum Leica Summilux 21mm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe dich bestärkt, es zu kaufen, wenn du es dir kaufen möchtest. Und wenn du das Objektiv schon hast oder schon mal damit gearbeitet hast, dann schreib doch gerne mal deine Erfahrung in die Kommentare. Das interessiert mich. Nämlich gerade im Bereich von der Naheinstellgrenze bei Blende 1.4. Wie findest du das mit dem Freistellen?
Und du kannst dir natürlich auch Videos wünschen. Schreib doch einfach mal in die Kommentare, was interessiert dich von der Leica-Marke, von der Marke Leica. Was interessiert dich da? Soll ich mal irgendwelche Objektive miteinander vergleichen oder welche Kameras sind spannend für dich? Schreib es einfach mal rein. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass du meinen Kanal abonniert hast oder es jetzt gerade tust. Wir sind 1000. Wir sind über 1000 Abonnenten. Ich weiß noch genau, als ich meine ersten 2, 3, 4 Videos gepostet hatte und dann 14, 15 Abonnenten hatte und mich total gefreut habe. Und jetzt sind es schon über 1000, deutlich über 1000. Vielen, vielen Dank und ich habe richtig Bock weiterzumachen. Schönen Tag, bis bald, ciao.